Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen, nicht zu KBMAF ist, aber ein Format, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar werden wir heute was Schönes kochen. Und zwar wurde ich eingeladen vom Jay von Pete's Meat bei dem Format Pete's Meat kocht mitzumachen. Da kochen die fünf Pete's Meat Jungs manchmal zusammen mit einem Gast ein Gericht, was der Gast vorschlagen darf. Das werden dann alle bei sich zu Hause kochen. Das Gericht bekommt am Ende eine Note und am Ende gibt es danach, glaube ich, auch noch ein React im Livestream, wo dann geschaut wird, wer es am besten irgendwie hinbekommen hat. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich habe auch, wann immer ich einen Kochstream bei mir hier zu Hause gemacht habe, ganz viele Kommentare gesehen, mach doch mal bei Pete's Meat kocht mit. Und jetzt kam der Jay vor ein paar Tagen auf mich zu und hat gefragt, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich muss dazu sagen, ich habe vorhin meine allererste Episode davon geschaut, und zwar war das die Folge mit Hand of Blood. Da haben die eine Bolognese gemacht. Das wäre nämlich das Gericht gewesen, was ich sonst auch vorgeschlagen hätte. Ich bin ein riesen Bolognese-Fan. Ich habe aber was anderes Cooles gefunden und vielleicht erinnert ihr euch daran, vor 2 Jahren haben wir auf der Rapid Lan eine Low Carb Big Mac Rolle gemacht. Die habe ich damals zusammen mit Uplay und Kati gemacht, die sehr lecker geworden ist. Es ist ein relativ einfaches Rezept, wo ich mir sicher bin, dass das alle gut hinbekommen, und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr lecker. Rezept packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Ich bin sehr gespannt, was die Jungs von den Pete's dazu sagen. Ich denke, hinbekommen wird es jeder. Es ist wirklich ein super einfaches Gericht und es geht geschmacklich wirklich in die Richtung, dass es verspricht, Richtung Big Mac, und das Ganze komplett ohne Mehl und mit sehr wenig Kohlenhydraten. Ich werde für euch hier ein bisschen Behind the Scenes filmen. Ihr seht gerade gleich aber auch nochmal ein paar Sachen, die ihr dann auch wahrscheinlich beim Pete's Meat kocht gesehen habt. So, und auf meinem Kanal habt ihr dann quasi meine Vollversion zu dem ganzen Projekt, weil auf dem Kanal der Pete's wird es ja immer sehr stark runtergeschnitten. Und ja, probiert selber mal aus. Ich finde es sehr lecker. Kann man natürlich auch komplett mit veganem Hackfleisch machen. Und ich würde sagen, wir legen los. So, einmal zu meinem Setup vielleicht. Ich habe eine Küche, die so ein bisschen zweigeteilt ist. Also ich habe hier meinen Arbeitsbereich und hier wird dann gekocht. Deswegen habe ich hier auch nochmal eine zweite Kameraperspektive, weil ich das sonst nicht richtig einfangen kann. Und da hinten habe ich mein Rezept auf. Und da suchen wir uns jetzt mal die ganzen Sachen raus, die wir heute brauchen. Und das ist gar nicht so viel. Die Zutatenliste ist eigentlich relativ klein, also das schafft wirklich jeder. Wir haben 3 Arbeitsschritte. Erster Schritt ist die Rolle. Dafür brauchen wir 250 Gramm Magerquark. Dann brauchen wir 3 Eier. Die guten aus der Schweiz natürlich. Und eigentlich 100 Gramm geriebenen Leitkäse. Ich habe mitbekommen, auch wenn ich vorher noch keinen Pete's Meat kocht gesehen habe, dass das bei Jay immer so ein Riesenthema ist. Der wohnt in Gießen oder irgendwo da, habe ich gehört. Und der kriegt ständig die Sachen nicht, weil Gießen ist scheinbar am Arsch der Welt und der kriegt die Zutaten nie. Ich wohne seit 4 Jahren in der Schweiz und ich war in 3 Supermärkten und habe keinen Leitkäse bekommen. Dementsprechend muss ich hier auf den Schweizer Reibekäse mit 3/4 Fettanteil auskommen. Ja, ist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so kalorienarm, aber ist das nächste, was ich gefunden habe, leider. Da habe ich halt jetzt Low Carb Vollfett Teig. Ich bin gespannt, ob es damit klappt. Das sind die 3 Sachen für die Rolle. Für die Soße brauchen wir 2 Teelöffel Light Ketchup. Light Ketchup gab es ja auch nicht, deswegen habe ich hier den normalen Tomatenketchup. Dann brauchen wir 1 Teelöffel Senf und 2 Esslöffel fettarmer Naturjoghurt. Damit mischt man sich quasi die Big Mac Soße an. Und für die Füllung, also was dann am Ende in diesen Wrap reinkommt, das sind 250 Gramm Rinderhack, 3 Gewürzgurken oder Essiggurken, die man dann klein schnippelt. Da habe ich hier diese, oh Gott, das kann man nur verkacken, Cornichons. Dann brauchen wir Salat. Ich hätte auch einen ganzen Kopf Salat kaufen können. Der sah in der Tüte aber ganz gut aus und heute Abend mache ich mir eh noch was anderes mit einem Salat. Deswegen habe ich mir das so geholt. Tomaten und ein bisschen Salz und Pfeffer. Das ist alles, also wirklich super wenig, was man dafür braucht. Und dafür schmeckt es echt überraschend gut. Und wir gehen die Arbeitsschritte jetzt nach und nach durch und fangen an mit der Rolle. So, Schritt 1. Wir machen einen Teig aus 250 Gramm Magerquark, 3 Eiern und 100 Gramm von dem Reibkäse. Magerquark sind hier genau 500 Gramm. Ich hole mir jetzt erstmal keine Waage. Ich glaube, das kriege ich noch einigermaßen hin, hier die Hälfte abzuwiegen, hoffe ich. Schmatzen wir da mal die Hälfte rein. Dann 100 Gramm von dem Reibkäse. Da sind drin 250, also ein bisschen weniger als die Hälfte.
das passt, und 3 Eier. Es geht natürlich ohne Schale. So, und daraus rühren wir uns jetzt unseren Teig an. Da bin ich sehr gespannt. Also, ich muss sagen, was ich da vom Skill her gesehen habe bei einem Pietz, ist das ungefähr so auf meinem Niveau. Ich weiß gar nicht, wer hat sich denn da am besten geschlagen? Also, die Bolognese haben alle, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und das ist echt was. Also, das kann eigentlich keiner verkacken, dieses Rezept. Eigentlich. Wahrscheinlich bin ich dann der, der es vorgeschlagen hat, und ich bin der Trottel, wo das Ding hier gleich dann schwarz aus dem Ofen kommt. Aber ich habe es ja vorgeschlagen. Also eigentlich müsste ich ja der sein, der es auf jeden Fall hinbekommt. Aber ich habe es auch beim ersten Mal hinbekommen. Deswegen denke ich, dass die Pizza es auch hinbekommt. So, ein bisschen durchgerührt sieht der Teig jetzt so aus. Der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr flüssig. War das so? 250 Gramm Magerquark, 100 Gramm geriebener Leibkäse. Dreck. Ich glaube, ich messe doch nochmal nach, weil ich kann mich nicht daran erinnern, ob das so flüssig war. Also das hat die Konsistenz von so einem Crepe-Teig gerade, finde ich. Warum mache ich das eigentlich nicht von Anfang an? Warum mache ich denn hier so Spielchen und ich sage, ich weiß, wie viel 100 Gramm ist? Also hier waren mal drin 250 Gramm. Minus 100, also hier sollten 150 Gramm drin sein. Oh mein Gott. Okay, ich brauche doch keine Waage. Guckt euch das an. 152 Gramm. Gut, die Packung, die wiegt wahrscheinlich auch mal 1-2 Gramm, aber das war schon stark. Und Joghurt sollen da 250 Gramm drin sein. Oh, ne, den habe ich. Magerquark war das. Das heißt, hier sollten noch 250 drin sein. Das sind 230. Das heißt, ich habe ein bisschen viel von dem Magerquark reingetan. Dort im Umkehrschluss. Ich schieße noch mal ein bisschen von dem Reibkäse nach, um dem ein bisschen konsistent zu geben. Ah, komm, Käse ist geil. Also zu weh, zu viel Käse geht eigentlich nicht. Ja. Dann rühren wir es nochmal durch. Oh ja, oh ja. Okay, das hat's gebracht. Also tatsächlich dann doch aufpassen bei der Mengenangabe, weil zu flüssig ist nicht so geil. Dann können die drei Sachen schon wieder weggepackt werden. Und unseren Teig sollen wir jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen. Ich habe noch überlegt, ob ich eine Ofencam mache. Ich kann es leider nicht, weil mein Ofen ist im Grunde das, was Jay im Breakfast CTC gewesen ist. Es sieht alt aus, alle Lichter sind aus. Das ist eine Beleidigung für den Rest im Team. Also ich habe leider tatsächlich kein Licht, das war kein Scheiß, ich habe kein Licht im Ofen. Deswegen müssen wir das hier irgendwie machen. Vielleicht machen wir es am besten hier, dass ich ein bisschen mehr Platz. Mir ist auf dem Ding hier nämlich mal ein kleines Malheur passiert. Da ist ein bisschen was eingebrannt. Und ich krieg's nicht sauber. Und irgendwann denkt man sich dann, ja komm, holst du die irgendwann mal neues. Und dann kannst es auch so lassen. Was ist das denn? Ich habe sonst immer so welche gehabt, wo du dann hier schon so eine Kante zum Abschneiden hattest. Scheiße. Ach. So, hier legen wir jetzt unseren Teig drauf oder unsere Quark, Magerquark, Ei und Riemer Käsemasse. Optimalfall schaffe ich es, dass das nicht hier in den Ritz reinläuft, den ich da gerade gemacht habe. Wir probieren es einfach mal und hoffen auf das Beste. Oh Scheiße. Oh Scheiße, bleib mal schön da in der Mitte, du. So, oh Dreck. Hier kommen wir aber an den Rand. So, schön. Oh Gott, da muss ich noch mal flicken, glaube ich, hier oben. Oh nein, nein, ich bin unter dem Ritz. Oh Gott, es ist durchgesuppt unten. Ach, Kacke. Okay, aber das möchte man dann so verteilen, dass einigermaßen gleichmäßig hier eben drauf liegt. Gucken, dass das nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn verteilt ist.
Muss man nachher stellen. Warum ist da denn in der Mitte so ein... Warum ist das denn so? Ich habe, glaube ich, eine... Scheiße. Ich habe eine Falte in der Mitte. Wo kommt die denn her? So. So, und dann halt, ne? Einfach ein bisschen... Dreck, ey. Einfach ein bisschen verteilen. Optimalfall so, dass überall ungefähr gleich dick ist und eine rechteckige Form hat am Ende. So, ich glaube, viel besser wird es nicht. Ich hoffe, das klappt. Also ich habe irgendwie... Die Konsistenz habe ich anders in Erinnerung. Jedenfalls müssen wir jetzt den Ofen vorheizen auf 180 Grad. Und das kommt dann 20 Minuten rein. Ober- und Unterhitze war das, glaube ich. Ober-Unterhitze. Zack. 180 Grad. Lassen wir den Lachs mal heiß werden. Und dann kommt das da rein. So, aber nochmal Close-Up. So sieht das dann aus. Ich habe in der Mitte leider eine Falte. Ich hoffe, das macht nachher keine Probleme. Vielleicht kann ich das noch fixen irgendwie. Irgendwie habe ich das hinbekommen, dass in der Mitte eine Falte aufgetreten ist. Jetzt habe ich hier die nächste Falte aufgebaut. So, während der Ofen jetzt heizt, auf 180 Grad kümmern wir uns um die Soße. Die ist auch ganz easy gemacht. Und zwar brauchen wir dafür 2 Esslöffel fettarmen Naturjoghurt. Dann 1 Teelöffel Senf. Und 2 Teelöffel von diesem Light Ketchup. Wie gesagt, Light Ketchup habe ich hier bei mir nicht bekommen. Habe ich auch noch nie gesehen tatsächlich. Deswegen muss ich da den normalen Ketchup nehmen. Ich glaube, geschmacklich macht es jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ist halt auch nur, um dann nochmal ein paar Kalorien zu sparen wahrscheinlich. Also nehmen wir 2 Teelöffel von dem Ketchup. 1, 2. 1 Teelöffel Senf. Ich habe so lange gebraucht, bis ich gerafft habe. Hier diese Verschlüsse, ich hoffe, kann man das sehen. Diese Verschlüsse von diesen Tuben. Ich habe da immer früher so ein Messer genommen, habe da drin rumgepopelt. Vielleicht wusste das ja auch, oder ich, vielleicht lebe ich einfach hinterm Mond, aber im Deckel, ne? Hier im Deckel, der da ja immer drauf ist, da ist ein Piekser dran. Da ist ein Piekser dran, das wusste ich nicht bis vor 2 Jahren. Piek und das Ding ist auf. Das haben auch alle Zahnpastatuben, die ich so kenne. So, jedenfalls brauchen wir 1 Teelöffel Senf, 1 und 2 Esslöffel dann, also das waren jetzt immer Teelöffel, jetzt brauchen wir aber 2 Esslöffel vom fettarmen Naturjoghurt. So, ich bin ein großer Junge, ich habe da gerade gehäufte Teelöffel genommen, deswegen nehme ich auch gehäufte Esslöffel. 2-mal Naturjoghurt. Sehr geil. Und das verrührt man dann einfach. Ich muss tatsächlich sagen, ich war lange nicht mehr bei McDonald's. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr beim McDonald's. Und deswegen weiß ich nicht mehr, welche Farbe die echte Big Mac Soße tatsächlich hat. Oder was da drin ist. Ich weiß nicht, ob Big Mac Soße wirklich nur irgendein Milchprodukt, also Joghurt, was weiß ich, Creme Fraiche, Senf und Ketchup ist, aber die paar Sachen hier zusammengemixt, die schmecken tatsächlich geil. Hab vielleicht ein bisschen viel Senf jetzt gerade reingemacht, aber ich mag die Senfnote. Das ist schon die komplette Soße, die wir haben. Und danach ist es nur noch der letzte Schritt und das ist die Füllung. Dafür braten wir die 250 Gramm Rinderhack an, schnippeln die Gewürzgurken. Gut, Salat muss ich jetzt nicht mehr groß schneiden, den habe ich ja schon vorgeschnitten und die Tomaten. Ich guck mal eben nach dem Ofen mit euch. Hier sehen wir nochmal das Problem mit der Falte in der Mitte. Ich krieg die aber nicht rausgezogen, weil wenn ich da ziehe, dann kommt hier die nächste Falte. Ich hoffe, dass wir da am Ende nicht einen Riss haben. Muss ich mal gucken, ob ich das noch fixen kann. Ofen ist bei, ja, weiß nicht, so 150 Grad. Das braucht also noch ein bisschen. Deswegen fangen wir schon mal an zu schnippeln. So, ich denke, die Schnippelarbeiten, die kann man ja so nebenbei machen. Das heißt, ich kümmere mich, glaube ich, zuerst mal um das Rinderhack und kümmere mich darum, dass das schon mal anbrät. So, und das Rinderhack braten wir jetzt an, 250 Gramm mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Ich kenne mich leider nicht gut genug aus, um zu wissen, welches Öl man am besten nimmt oder ob man überhaupt Öl nimmt. Ich habe es bislang immer gemacht. Ich glaube, sonst mit Rapsöl habe ich jetzt nicht mehr, deswegen habe ich noch ein bisschen Olivenöl noch.
Da mache ich immer gerne ein bisschen was rein. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das völlig falsch ist, dass man Hack mit Olivenöl anbrät. Aber ich mache das jetzt mal. Und dann packt man dann gleich eine gut gemeinte Hälfte da rein, sobald das ein bisschen heißer geworden ist. So, der Ofen ist aber inzwischen auf Temperatur, deswegen schmeißen wir mal unser Backblech rein. So. Und das soll jetzt 20 Minuten lang darin backen. Ich hoffe, das klappt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, da war ein bisschen sehr flüssig, der Teig. Ich habe das in Erinnerung, dass das ein bisschen fester war. Ich hoffe, das funktioniert alles. Aber die Eier, wenn die dann kochen, die geben ja nochmal ein bisschen Festigkeit, die binden. Der Käse auch. Ich glaube, das Problem ist, den Käse, den ich in Deutschland hatte, als wir das gemacht haben, das war wie so geraspelter Käse. Der war länglich. Ich hatte jetzt wie so kleine Pellets einfach nur. Und dadurch, dass das so längliche Käsedinger waren bei dem Light-Käse, hat das mehr Halt gegeben. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass bei dem Light-Käse sehr viel Fett entnommen ist und der dadurch fester bleibt und nicht so flüssig wird. Ich hoffe, das gibt kein Problem gleich. Aber wir werden es gleich sehen, ob das geklappt hat. Oh Gott, ich könnte mal einen fucking Timer stellen. Alexa, stell einen Timer auf 18 Minuten. 18 Minuten ab jetzt. Okay, also der Teig braucht noch 18 Minuten. In der Zwischenzeit können wir schon mal uns um unsere Füllung kümmern. Pfanne hinten erhitzt so langsam noch. Wir sollen rein tun Tomaten, Salat, Gewürzgurken und Essig nach Belieben. Also, wobei im Rezept steht 3 Gewürzgurken. Ich habe hier aber so Mini-Teile hier. Die sind wirklich winzig. Und ich mag den Geschmack von denen. Deswegen werde ich sie einfach mal ein bisschen mehr vorbereiten, glaube ich. Weil mit dem Salat habe ich nicht allzu viel Arbeit. Tomaten in Scheiben schneiden geht auch ruckzuck. Ich probiere es mal mit 5, glaube ich, erstmal. Und das stand in längliche Stücke. Also so, oder kriege ich das besser hin, wenn ich so Ringe schneide? Da fällt mir der ganze Kram auch raus. Ich probiere es erstmal länglich zu machen. Ich denke, das geht in Ordnung, oder? Kann man da noch ganz gut rollen? Ich glaube, das ist es. Wer ist denn eigentlich der beste Koch bei den Pietz? Also ich habe, als ich das Format mit Henno gesehen habe, die war super geil, die Folge. Das war mehr so ein Podcast für mich, weil ich nebenbei hier die Küche schon mal geputzt und gelinert habe und aufgeräumt habe. Deswegen habe ich nicht sehen können, wer sich denn da am blödesten angestellt hat. Ich habe gesehen, dass Chris mein Lieblingsküchengerät, die Wilde Hilde, auch benutzt. Das ist hier so ein Teil mit Rasiermessern unten dran. Und du ziehst wie an so einem Beyblade an der Schnur und das zerhackt das dann da drin. Damit haben die Zwiebeln geschnippelt. Dicker Pluspunkt für mich bei Chris. Aber es haben halt auch alle hinbekommen, die Bolognese. Wer ist denn der größte Skiller bei den Pietz, wenn es um Kochen geht? Ich würde wahrscheinlich Sepp sagen. Ich weiß, dass Sepp auch schon Papa ist. Da hast du schon viel im Leben durchmachen müssen, glaube ich. Und viel einstecken müssen. Und wenn man, glaube ich, in einer Ehe ist, oder ist Sepp verheiratet? Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwann kommt der Punkt, da hat die Frau zwangsweise, glaube ich, die Hosen im Haushalt an. Und da wirst du nur rumgescheucht und kochst doch mal was für die Kinder oder so. Also ich glaube, wenn du Familienvater bist, dann musst du automatisch, lernst du dann nach einer Weile kochen. Also ich würde Ranking sagen, ich sehe Sepp ganz vorne. Bram weiß, was gutes Essen ist, glaube ich. Dann Chris, dann Peter, dann Jay. Ich weiß nicht, ob das hinkommt. Vielleicht ist Jay auch so ein ganz krasser Feinschmecker und der ist super krass im Kochen. Aber ich habe es halt wirklich noch nie gesehen. Keine Ahnung, ob das akkurat ist. Ich weiß nicht, ob ich mir nachher das React mit den Jungs anschaue oder anschauen darf. Vielleicht werde ich jetzt in dieser Sekunde aufs Blut beleidigt, ich weiß es nicht. Aber das wäre meine grobe Einschätzung. Ich werde es dann ja sehen, wenn das Format rauskommt, wer dann wirklich der beste Koch ist. So, also die Gürkchen habe ich soweit geschnitten. Tomaten mache ich jetzt gleich. Ich glaube, die Pfanne ist aber inzwischen heiß, deswegen hauen wir da mal das Hackfleisch rein. So, hat jetzt ein bisschen Temperatur. Nehmen wir uns die Hälfte hier raus. Jawohl. Ein bisschen auseinanderdrücken. Und dann nach Belieben
mit Salz und Pfeffer würzen. Ich meine, nachwürzen kann man immer. Ich mag Salz und Pfeffer, aber den sparen wir da mal nicht. Das werden wir jetzt schön braun anbraten. So, dann stellt sich die Frage, wie viele Tomaten sollen denn da drauf? Ich habe übrigens, ich weiß nicht, was die anderen Jungs sich gekauft haben. Ich hasse diese richtig dicken, fleischigen Tomaten, die du auch auf Burgern drauf hast. Ich habe früher auch, wenn ich mal einen Big Mac oder einen Hamburger Royal TS bestellt habe, bei McDonald's immer die Tomate runtergemacht. Also diese richtig dicken, fleischigen, die so richtig suppen, die mag ich gar nicht. Deswegen kaufe ich immer diese kleinen, was sind das, Cocktailtomaten oder so. Weil die, finde ich, eine geilere Konsistenz haben und mehr Geschmack. Deswegen nehme ich die hier immer gerne, wenn ich koche. Ich mache einfach mal wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Gurken. Ich mache einfach mal so, weiß nicht, 8 bis 10 Stück, glaube ich, schnitte ich mir mal klein. Zwischendrin mal nach dem Fleisch gucken. Das sieht aber alles gut aus. Und ich drapiere mir das sogar schön hier auf extra kleinen Tellerchen, dass ich das nachher schon zeigen kann. Alexa, wie lange geht der Timer noch? Du hast 9 Minuten und 10 Sekunden verbleibend auf deinem 18-Minuten-Timer. Okay. So, Tomaten sind auch geschnippelt. Einmal Gürkchen fertig, einmal Tomaten fertig. Bei dem Salat habe ich natürlich jetzt einen kleinen Shortcut genommen, weil der schon geschnitten ist. Aber das hätte ich so, glaube ich, auch hinbekommen. Das heißt, eigentlich, wenn ich nichts übersehen habe, muss ich eigentlich nur noch darauf warten, dass meine Masse fertig wird im Ofen und das Hackfleisch in der Pfanne. Sonst habe ich alles. Das war's schon. So, das Hack sieht auch schon gut aus. Soll ich gleich nochmal mit der Hitze ein bisschen hochgehen, weil ich mag das, wenn das am Ende nochmal so richtig scharf angebraten ist und so ein bisschen knusprig ist, wenn man reinbeißt. Aber es sieht schon gar nicht so schlecht aus hier. 5 Minuten braucht der Teig noch. Wisst ihr, was scheiße ist, wenn das Licht im Ofen nicht geht? Du kannst nicht reingucken, hast keinen Zwischenstand. Du siehst halt... Ich sehe halt nichts. Aber ich will jetzt nicht reingucken. Also wir müssen echt... Wobei, ich sehe ein bisschen was. Ihr seht auf der Kamera, glaube ich, echt nichts. Das sieht noch nicht so aus, als wäre da irgendwas festgebraten. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Dafür sieht das Hackfleisch aber schon ganz gut aus. Ich denke, das jetzt... Oh, scheiße. Ich denke, das ist jetzt mehr oder weniger durch. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal eine Ecke hoch und werde das jetzt so richtig schön kross anbraten. Dass, wenn du da reinbeißt, immer so ein leichtes Knuspern hast. Das ist geil. Oh nein, ich habe was vergessen. Ich habe die ganze Zeit was vergessen. Ich habe es mir extra hingelegt gehabt. Ganz liebe Grüße an den Mathis, der mir in meinem Zuschauerpaketeformat hat der mir eine Kochmütze geschickt. Mit mir als Chefkoch drauf. Die habe ich vergessen aufzuziehen. Also ich hole das mal eben nach. Ich habe leider einen sehr großen Kopf. Deswegen sitzt das hier ein wenig stramm. Ich kriege es auch nicht wirklich weiter runter. Also macht ein bisschen mehr her jetzt, oder? Hoffe ich. Und ich hab mal recherchiert, je nachdem, was du für einen Status in so einer Sterneküche hast, musst du die Form von dieser Mütze, glaube ich, anders machen. Ich glaube, eine Seite kann dann hier so eingedruckt sein. Ich sehe nicht, was ich gerade mache. Aber dann hängt das so diagonal runter und dann bist du irgendwie der Lehrling oder so. Wenn du der Großmeister bist, dann hast du das hier so oben aufgefächert. Glaube ich. Ich glaube, je nachdem, wie die Mütze hergerichtet ist, heißt das, dass du krass oder halt nicht krass bist. So, was passiert hier drüben? Das brutzelt schon? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich muss mal die Dunstabzugshaube vielleicht anmachen. Ja, halbe Rauchvergiftung hier. Okay, aber ich weiß nicht, kann man das sehen? Da sind ein paar Stücke, sind schon so richtig schön braun kross. Also viel mehr braucht das jetzt nicht. Deswegen gehe ich da jetzt bei der Hitze auch runter. Und lasse das jetzt noch so ein bisschen knusprig werden. Nicht, dass es zu trocken wird. Aber es sieht schon ganz geil aus. Das heißt, jetzt einfach nur noch darauf warten, dass unser Boden, unser Wrap fertig wird. Und das ist eigentlich das Einzige, was man verkacken kann, weil der Rest ist ein Löffel Ketchup, Senf und Joghurt zusammenrühren, Tomaten und Gurken schneiden, Salat schneiden. Also das Einzige, was man hier wirklich failen kann bei dem Gericht, ist eigentlich nur das, was in den Ofen kommt. Und ich hoffe, ich habe das nicht verkackt.
könnte mal ein Stückchen von dem Hack vielleicht probieren, ob da noch Salz oder Pfeffer ran muss. Ein bisschen Salz mache ich noch dran. Ich mag Salz sehr, sehr gerne, deswegen da darf von mir aus noch ein bisschen was ran. Auch ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Geschmack muss da ran. Aber dann ist das eigentlich ganz geil. Sieht doch gut aus, oder? Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Du hast noch weniger als 10 Sekunden auf deinem 18-Minuten-Timer. Alexa, stopp! Okay, es ist alles ready. Ich bin ungelogen vor 20 Sekunden mit dem Hack fertig geworden. Tomaten sind da, Gurken sind da, Salat ist da, unsere Soße ist da. Jetzt kommt aber der Moment der Wahrheit, ob der Boden gut geworden ist. Boah, ist das heiß. Okay, ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ja, der kann noch ein bisschen brauner werden, aber ist auf jeden Fall schon mal fest geworden. Ich lasse, glaube ich, noch mal 2, 3, 4, 5 Minuten drin. Aber wir haben auf jeden Fall eine gewisse Festigkeit. Also das sieht schon mal gut aus. Aber der braucht noch ein bisschen. Ich schiebe ihn auch mal rein. Okay, ich habe den Teig jetzt noch mal 3, 4, 5 Minuten im Ofen gelassen. Ich glaube, den kann man jetzt rausholen. Schaut mal. Sieht eigentlich ganz nice aus. Den soll man jetzt noch mal auskühlen lassen. Ich überlege aber gerade, ziehe ich mir den jetzt schon auf die Arbeitsfläche? Oder ist das dumm? Ne, der gewinnt ja noch mal an Festigkeit, wenn er auskühlt, oder? Ich glaube, ich lasse es erstmal liegen, weil ich habe hier ja den Riss gehabt. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das dann da reißt, weil es jetzt wahrscheinlich noch flüssiger ist, als wenn es gleich kalt ist. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Festigkeit. Es riecht richtig, richtig geil. Das riecht unheimlich lecker schon. Also dafür, dass es nur Magerquark, Reibekäse und 3 Eier sind. Ich glaube, da kann man mit arbeiten. Also bis jetzt sieht es ganz vielversprechend aus, glaube ich. Ich glaube, ich mache sogar einen kleinen Shortcut. Wir haben draußen liegt sogar Schnee hier bei mir. Ich glaube, ich stelle es kurz auf den Balkon. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Ich mache das mal eben. So, das hat jetzt 5 Minuten draußen ausgekühlt. Ich hoffe, das reicht. Ich denke mal, das reicht. Ich will nicht wissen, was meine Nachbarn denken gegenüber. Okay. Dann probieren wir das mal. Ja, das Blech ist kalt, dann müsste das... Ja, ist auch ausgekühlt. Okay. Geil, schon wieder mein Blech noch mal mehr versaut. Lecker. Aber das soll jetzt egal sein. Dann schauen wir mal, ob wir hier... Yes, guck euch das an. Das wird man rollen können, das ist gut. So, geil. Okay, dann geht es jetzt darum, das zu belegen. Das ist eigentlich auch denkbar einfach. Je nach Geschmack. Also am Ende nimmt man das... Oh shit. Und rollt das eben so, dass man am Ende eine komplette Rolle hat. Ich überlege gerade, ob ich das einmal flippe, weil die Unterseite, die sieht natürlich nicht ganz so geil aus wie diese hier. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie gedreht bekomme. Oder mache ich mir damit alles kaputt? Ich will, dass es geil aussieht. Ich probiere das jetzt. Gibt es da eine clevere Methode, das zu machen? Ohne, dass ich jetzt alles kaputt mache. Ich will, dass das unten ist. Arbeitsfläche ist sauber, habe ich vorher alles geputzt, also das soll kein Problem sein. Okay, dann, ich glaube, ich schmatze erstmal eine Schicht von der geilen Soße drauf, sodass überall was ist. Ich glaube, an den Rändern lasse ich es, die Ränder lasse ich ein bisschen frei, glaube ich, dass da am Ende nichts raussuppt. So, und wenn das einigermaßen gut verteilt ist, belegt man das sich eigentlich so ein bisschen wie eine Sushi-Rolle, glaube ich. Also auf jeden Fall so ein bisschen was oben und unten, glaube ich, freilassen, damit man es halt rollen und runterklemmen kann. Ich unterschätze bei so Sachen manchmal immer, entweder wie viel da reinpasst eigentlich, oder, also ich denke manchmal, okay, so viel passt da nicht rein und pack dann zu wenig rein, oder ich packe viel zu viel rein. Das war mir immer ein Problem bei so Sachen. Ich habe auch schon mal versucht, selber Sushi zu machen und so.
Das war dann immer ein bisschen tricky. Aber es ist ja eigentlich eine relativ große Fläche. Ich überlege sogar, ob ich da alles reinhauen kann, was ich mir vorbereitet habe. Ich mache das hier einfach mal Freestyle. Ansonsten kann ich ja noch was rausnehmen. Wahrscheinlich wäre es auch cleverer gewesen, sich noch ein bisschen Soße aufzubewahren, dass man jetzt hier nochmal was dazwischen klemmen kann. Aber im Endeffekt weiß der rein, dass eine Rolle ist, ist ja eh egal, ob sie in der Mitte noch dazwischen ist oder nur am Teig klebt, ist ja eh dieselbe Menge Soße, die du im Mund hast. Also ich glaube, das passt. So, ich werde das jetzt einfach mal so probieren. Ich denke, das geht in Ordnung. Ich hoffe, es geht in Ordnung. Und dann nehmen wir das. Ja, ich glaube, bei einer Sushi-Rolle willst du einmal rüber. So. Nimmst das dann, drückst das alles ein bisschen fest. Und im letzten Schritt gehst du noch einmal komplett rum. Ja, so ungefähr. Oh, okay, es sieht nicht verkehrt aus, glaube ich. So, wie zeige ich euch das jetzt am besten? Ich probiere mal was. So, Moment of Truth. Ich glaube, man hätte es noch ein bisschen... Kann ich das noch fixen? Man hätte es vielleicht noch ein bisschen enger rollen können. Aber wir gehen mal in den Anschnitt. Nein, ich bin so dumm. Oh Gott, bin ich dumm. Bin ich nur dumm? Oh nein. Nein, ich bin so scheiße dumm. Ja, wie euch sicherlich gerade aufgefallen ist, habe ich jetzt in dieser Sekunde eine vegane Big Mac-Rolle gezaubert. Oder eine vegetarische Big Mac-Rolle, weil ich kein Fleisch drin habe. Was, glaube ich, relativ wichtig ist, wenn man Big Mac macht. Ich überlege gerade echt, ob ich nochmal neu einkaufen gehe und nochmal von null anfange. Wie kann man denn so fucking dämlich sein? Okay, also der Anschnitt wird dann beim zweiten Mal wohl nicht so schön. Ach, ich bin so dumm. Mann! Okay, jetzt, ja gut, also man kann, ja. Was soll ich euch sagen, ne? Das ist doch nicht wahr. Ich dachte, in dem Moment, wo ich runtergeschnitten habe, wenn ich das jetzt aufklappe, wird das richtig geil. Du wirst so die Schicht Salat sehen, dann das Fleisch und dann, ja. Wir haben natürlich noch unser wunderschönes Hack, was da eigentlich vorab hätte reinkommen sollen. Das habe ich in meiner unendlichen Intelligenz leider vergessen gerade. Dementsprechend müssen wir hier nochmal ein bisschen fuschen. Und ich dachte noch, da passt aber viel rein dieses Mal. Ja, weil ich 250 Gramm Hack nicht reingetan habe, ich Trottel. Mann, es lief doch alles so gut bisher. Jetzt bin ich der Trottel, der es mit seinem eigenen Rezept verkackt hat. Muss ich mal gucken, ob ich da in der Mitte nochmal irgendwie einen Anschnitt hinbekomme. Ich probiere es jetzt nochmal zusammenzurollen. Shit. Okay, die habe ich jetzt aber ein bisschen besser zusammengerollt bekommen, immerhin. Das ist doch Käse, was ich hier mache, ey. Mann, bin ich dumm. Mann, ich bin so dumm. Das hätte so geil werden können, alles. Ah! Die Sauerei hier an, ey. Mann! Warum lasse ich es nicht auf dem Backblech? So, ich weiß nicht, wie der Cutter bei den Peets heißt. Ich biete dir jetzt Folgendes an. Du erreichst mich auf Twitter per Twitch Whisperer oder per E-Mail. Ich biete dir 20 Euro per PayPal Me an, wenn du das irgendwie so geschnitten bekommst, dass man davon nichts mitbekommen hat. Und ich tue jetzt so, als hätte ich es gerade frisch gerollt. Und du musst so Close-Ups nochmal machen, wie ich das Hack drauf mache. Im Zoom, dass man aber sieht, dass die Rolle nicht schon geteilt war. So, und ab dann geht es jetzt weiter. Also entsprechend muss der Kameraschnitt so sein, dass du jetzt in der Situation nicht siehst, dass es nur eine halbe Rolle ist. Okay, pass auf, ich komme dir da sogar entgegen, indem ich in einen anderen Kamerawinkel wähle. So, guck mal, wenn der Kamerawinkel so ist, da musst du da nicht mal mehr croppen oder so. Die Rolle könnte jetzt ja nach hinten weitergehen, dann ist das alles wieder clean. So, okay. So, ich habe jetzt gerade die Rolle gerollt. Also habe reingetan die Soße, habt ihr ja gerade alles gesehen. Erster Schritt war Soße, dann Salat, Tomaten, Gurke und dann am Ende natürlich das Hackfleisch. Und jetzt schauen wir mal, wie die Rolle geworden ist. Wir gehen mal in den Anschnitt rein. Also ich viertel mir jetzt die Rolle, deswegen, also wenn ihr euch wundert, warum ich hier vorne schon schneide, ich viertel die Rolle jetzt. Boah!
Das sieht ja so scheiße aus. Das ist die fertige Big Mac Rolle. So sieht es im Close-Up aus. Wenn man das jetzt ein bisschen noch mal mehr verteilt hätte, dann hätte man da natürlich mehrere Schichten gehabt. Und auch nochmal so ein Stück von dem Teig in der Mitte. Geschmacklich wird das jetzt keinen so großen Unterschied machen, denke ich. Deswegen gehen wir auch direkt mal in die Verköstigung rein. So, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das selbst macht, das Ding ein bisschen enger zu rollen. Weil das jetzt alles hier bei mir ein bisschen rausrutscht. Also auf jeden Fall gucken, dass man es ein bisschen enger rollt. Geschmacklich aber wirklich geil. Also ich bin sehr gespannt, was die Jungs von den Peeps sagen. Wie gesagt, wir hatten das damals entdeckt, haben das auf unserer Community-Lan-Party gemacht. Das kann man relativ einfach und schnell auch für viele Leute machen. Eine halbe Rolle hat laut Rezept 517 Kalorien, wenn man die richtigen Zutaten findet. Und das macht wirklich gut satt. Also auf jeden Fall eine bessere Alternative, als sich einen Big Mac bei McDonald's zu holen, denke ich. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder. Gerne auch mal mit einem etwas schwereren Rezept, weil das war ja jetzt keine Herausforderung. Und vielen Dank auch mal an Jay fürs Fragen. Ich hoffe, den Jungs schmeckt's. Ich hoffe, wenn ihr es zu Hause mal ausprobiert und nachmacht, dass euch das genauso gut gelingt und ihr es auch lecker findet. Und lasst ein Like und einen Kommentar bei dem Pizza. Also lecker ist es wirklich. Immerhin schmeckt's. Ja, so doof kann keiner sein, echt. So doof kann man doch nicht sein. So, für die Leute, die jetzt noch auf meinem Kanal unterwegs gewesen sind. Also das Rezept ist wirklich sehr lecker, ist wirklich sehr einfach. Mit dem Hackweiz natürlich sehr dumm, dass ich das vergessen habe. Versucht auf jeden Fall, das wirklich eng zu rollen, weil bei mir ist es sehr locker. Also am Ende muss ich das mit Messer und Gabel essen, weil alles rausfällt. Also wirklich eng rollen ist wichtig. Und guckt vielleicht, dass ihr die Hälfte der Soße aufbewahrt, dass ihr das noch zwischen den Salat dann packen könnt. Dann habt ihr die Soße ein bisschen besser verteilt. Ansonsten wirklich richtig, richtig lecker. Kommt mal, ob ihr das schon mal ausprobiert habt oder probiert das aus und schreibt dann, wie ihr es fandet. Und guckt euch das Originalvideo bei den Peeps an. Das werde ich in die Videobeschreibung packen. Und vielleicht kommt auf dem Kanal hier auch nochmal ein React von mir oder uns zu dem Peeps-Video. Das kommt dann vielleicht auch noch. Jo. Guten Hunger, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Later! Mmh.